Arbeit der SPD-Fraktion und die gleiche Funktion für die AfD-Fraktion hat Carsten Hilse. Meine Damen und Herren, jeder Haushaltsentwurf muss laut Grundgesetz den Regeln der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit entsprechen. Es ist schließlich das Geld der Abgaben- und Steuerzahler, also des Volkes, das Sie hier ausgeben wollen, das ja laut dem grünen Herrn Habeck gar nicht existiert. Deswegen noch einmal für alle hier, auch für Herrn Habeck: Das deutsche Volk, zumindest ein Teil dessen, hat Sie hierher gewählt, und es ist Ihre Pflicht und Schuldigkeit, zuvorderst die Interessen dieses deutschen Volkes zu vertreten. Das Geld des Volkes existiert aber für Herrn Habeck und alle hier, und Sie nehmen und verschwenden es gerne. Schauen wir dazu in den Etat des Umweltministeriums. Der wurde zwar um knapp 3,6 Milliarden Euro gekürzt, aber nicht etwa um zu sparen und endlich die Ausgaben für den sogenannten Klimaschutz zurückzufahren, sondern nur, weil Wohnungsbau und Stadtentwicklung an Herrn Seehofer abgegeben wurde. Der Rest blieb nicht etwa gleich oder wurde vermindert, sondern zum Teil kräftig erhöht. Bei den total unsinnigen Ausgaben für den sogenannten Klimaschutz mal eben schlappe 50 Millionen. Und dann ist da noch ein Riesenposten namens Sondervermögen Energie- und Klimafonds in Höhe von rund 4,2 Milliarden Euro, der fast achtmal größer ist als die offiziellen Ausgaben für den sogenannten Klimaschutz. Was sollen nun diese vielen Milliarden bewirken? Laut Definition der Weltorganisation für Meteorologie ist Klima der statistische Mittelwert lokaler Wetterdaten, die über mindestens 30 Jahre erhoben und ausgewertet werden. Lokal, also örtlich. Es gibt danach nur Klimazonen ähnlichen Klimas. Ein wie auch immer gestricktes Weltklima gibt es also überhaupt nicht. Das wäre auch absurd, wurde aber vom IPCC unter tätiger Mithilfe lautstarker Professoren aus Potsdam frei erfunden. Und das allein zu dem Zweck, dem westlichen Mensch die Schuld an der geringen Erwärmung, die seit dem Ende der kleinen Eiszeit in vielen Gegenden der Welt gegeben hat, über seine CO2-Emissionen nachzuweisen. Stellen Sie doch einfach eine Zwischenfrage, Herr Hofreiter. So steht es jedenfalls in der Gründungsakte des IPCC, mit dem einzigen Ziel, den entwickelten Staaten sehr viel Geld aus der Tasche zu ziehen und es im großen Stile an die teilweise höchst korrupten Regime vieler unterentwickelter Staaten umzuverteilen. Das ungesagte Nebenziel dabei ist, deren Konkurrenz auf den Weltmärkten so klein wie möglich zu halten, indem man ihnen den Zugang zu billiger, jederzeit verfügbarer Energie vorenthält, die Voraussetzung jeder Entwicklung und jeglichen Wohlstands. Und das sind heutzutage vor allem fossile Energien in höher entwickelten Ländern, zunehmend auch die Kernenergie. Und genau davon sollen sie gemäß dem Pariser Abkommen völlig ferngehalten werden, was die Armut besonders in Afrika zwangsläufig zementiert und die Fluchtursache Nummer eins erhält und nicht bekämpft. Die schon länger hier Sitzenden bemühen sich seit Jahrzehnten, genau dieses Ziel zu erreichen, natürlich unter dem Vorwand, die Welt als Ganzes zu retten. Das Mittel zum Zweck ist der Klimaschutzplan 2050 und die große planwirtschaftliche Transformation der Gesellschaft, die dieser anstrebt. Entsprechend sind auch die Mittel im Etat des BMU gewichtet. Umwelt- und Naturschutz, eigentlich die primären Aufgaben der Ministerin, bekommen zusammen nur 43% der Mittel, die für den Irrsinn Klimaschutz vorgesehen sind. Dafür sollen allein knapp 530 Millionen Euro ausgegeben werden. Doch auch in den Kapiteln Umwelt- und Naturschutz stecken jede Menge Ausgaben für sogenannten Klimaschutz. Das sind dann insgesamt grob geschätzt 600 Millionen Euro plus gigantischen Sondervermögens von 4,2 Milliarden Euro, versteht sich. Und wie wirkt sich diese Irrsinnsumme auf das Klima aus? Praktisch gar nicht. Die weltweiten CO2-Emissionen steigen, die deutschen Emissionen sinken nicht. Selbst wenn man sie mit aller Gewalt auf Null brächte, würde das nach den Formeln des IPCC, wenn man an dessen Religion glaubt, die prognostizierte weltweite Erwärmung irgendwann in ferner unbekannter Zukunft um 0,000653 Grad Celsius mindern. Das ist praktisch nichts. Für 0,000653 Grad Celsius Milliarden Euro zu verschleudern, ist Steuerverschwendung in Reinform und fast schon ein Verbrechen am deutschen Volk, vor allem an den zukünftigen Generationen. Laut Klimaideologen ist das Klima für nahezu alles verantwortlich. Frau Scher von den Grünen behauptete am 25.04. allen Ernstes, dass die hierzulande leider vorkommenden Ernteausfälle, Hochwasserschäden, mehr haben sie nicht genannt, zu den Klimafolgeschäden gehörten.
Doch Sie verwechseln dabei, wie so viele schon länger hier Sitzende, mal wieder Wetter und Klima. Alles, was Sie aufgezählt haben und noch vieles mehr, gehört zum Wetter und nicht zum Klima. Um das herauszufinden, genügte schon eine solide Schulbildung und ein wenig Recherche. Selbst der notorisch klimaalarmistische Deutsche Wetterdienst muss zugeben, dass es keine signifikante Zunahme im Trend von extremem Wetter gibt, nicht in Deutschland und auch nicht weltweit, wie auch das IPCC in seinem letzten Bericht, dem AR5, feststellen musste. Alles andere ist reine Spekulation. Und deswegen lehnt die AfD diesen Etat des Bundesministeriums ab. Er verletzt die Regeln der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und ist reine Klientelpolitik für ökoindustriellen Komplex. Machen Sie sich endlich an die Beseitigung der riesigen Natur- und Umweltschäden, die allein die desaströse Energiewende verursacht. Also das, was eigentlich eine Aufgabe Ihres Ministeriums wäre. An dieser Aufgabe werden wir uns tatkräftig beteiligen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion war das Carsten Hilser.